Hallo alle zusammen, ich möchte heute mal mit euch über ein Thema reden. Und zwar, wie ihr wisst, wir haben jetzt schon in einigen Ländern das zweite Mal einen Lockdown wegen dem Coronavirus. Und jetzt gibt es da den Hashtag Alarmstufe Rot. Ist ganz einfach, die Veranstaltungswirtschaft ist dadurch sehr bedroht. Es sind viele Stars, die dazu nichts verdienen. Die haben es sehr schwer, um sich über Wasser zu halten. Und es sind sehr, sehr viele, die davon betroffen sind. Aber ihr müsst mal so überlegen, es sind nicht nur die Stars und die Künstler und was auch immer wen, die betroffen sind. Es sind auch wir. Wir selber sind betroffen. Weil wie lange ist es jetzt schon her, wo ihr auf dem letzten normalen Konzert wart ohne Einschränkungen? Das ist schon sehr, sehr lange her. Wenn wir einfach mal schauen, wie viele Konzerte und Partys und was auch immer schon abgesagt wurden. Und das hier ist eine Kampagne, wo wir sagen, wir schaffen das zusammen. Wir müssen zusammenstehen, gemeinsam schaffen wir das. Und die haben es halt wirklich echt schwer. Und was können wir da jetzt dagegen tun? Ja klar, sind die einen, die machen Demos und so weiter. Hilft auch vielleicht ein bisschen was. Aber das ist natürlich jetzt, was ich euch jetzt sage, das ist jeden von euch selber überlassen. Aber ich werde euch nachher hier in der Videobeschreibung ein paar Links reintun. Da ist da einmal der erste Link, wo ihr spenden könnt für die Veranstaltungswirtschaft. Ich zwinge jetzt keinen dazu, das zu machen. Dazu spenden, aber ist auch für euch, für eure Stars, die ihr gerne schaut oder gerne mal wieder live sehen würdet. Und dann haben wir noch natürlich die zweite Möglichkeit auf dem Internet von Alarmstufe Rot. Da gibt es auch einen Fanshop. Das heißt, das sind alles Produkte, wenn ihr da was kaufen würdet, wo ich auch tue jetzt keinen zwinge. Nicht, dass es hier falsch verstanden wird. Aber da gibt es diverse Produkte, wie jetzt gerade auch Schutzmaske braucht jeder. Wer weiß noch, wie für wie lange. Und da gibt es dann halt Schutzmasken und Tragetaschen und T-Shirts und so weiter. Ihr könnt da mal reinschauen. Ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung. Aber auch so, mit einer kleinen Geste, wenn du was Kleines kauft, dann könnt ihr spenden und ihr könnt helfen, für das das Leben und die Shows der Stars und auch unser Leben wieder so wird, wie es mal war. Weil jetzt mal ganz ehrlich, was ist heute noch, jetzt, an diesem Tag, was ist noch so, wie es mal war? Nichts ist mehr, wie es mehr war. Überall Masken, alles wird abgesagt, wir haben kein freies Leben mehr, wir haben die Ausgangssperre. Gut. Ich will es nochmal sehr klar sagen. Das hier ist nicht, dass ich irgendeinen zu irgendwas zwinge. Ihr selber entscheidet, ob ihr helfen wollt oder nicht. Aber es ist für jeden Einzelnen. Jeder ist irgendwie von dieser Situation mit dem Coronavirus betroffen. Deshalb bitte ich euch, auch wenn es nur was Kleines ist, eine kleine Spende. Helft. Helft. Es soll keinen zwingen, aber helft. Es ist für uns alle. Und in diesem Sinne, das war's auch schon wieder mit dem Video. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich hoffe, ihr bleibt mir alle gesund. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder, wenn ich nochmal so ein Video aufnehme. Dann hoffe ich, dass wieder alles normal ist. Alles. Keine Maske, keine Einschränkung, keine Ausgangssperre. Die Konzerte wieder normal ablaufen, dass es uns wieder besser geht, dass es den Stars wieder besser geht. Und in diesem Sinne sage ich mal Tschüss und lass mir gerne ein Like und ein Abo da.